Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Rosenmontag. Ich meine, das ist der 24.02. morgens um 7 Uhr. Es ist noch alles ruhig, also zumindest bei uns im Haus. Udo ist schon auf Arbeit. Die Kinder schlafen noch. Ich wünsche euch einen schönen Start in die neue Woche. Und an alle Jecken, die heute feiern, viel Spaß dabei. Ich genieße jetzt noch ein bisschen das Vogelgezwitscher. Genau. Und werde dann gleich mit dem Frühstück fertig machen beginnen. Da guckt die Hummel. Einmal im Schnelldurchlauf Mutzenmandeln gemacht und Spritzringe mit Zuckerguss und einfach nur Zucker. Genau, und dann fahren wir jetzt gleich zu meinen Eltern und werden das dann zum Kaffee trinken essen. Zum Kaffee trinken essen, hört sich ja gut an. Seht ihr mich auch einmal? Wir haben schon wieder Zeitdruck, wie immer. Und was ich lernen muss, ist, die Zeit richtig einzuteilen. Heute Morgen war noch alles chillig. Da habe ich aufgeräumt, als die Kinder noch geschlafen haben bis um 8. Und da dachte ich, ach ja, ne? Machst du dann mal. Und dann habe ich irgendwann um kurz nach 9 angefangen mit dem Mutzenmandelnteig. Und habe die ausgestochen und ja. Und irgendwann merkt es auch, scheiße. Entschuldigung, aber die Zeit rennt hier weg, denn du musst ja auch noch den Brandteig machen und der ist ja auch nicht in 5 Minuten gemacht. Jetzt wollte ich mich noch ein bisschen schminken. Hab jetzt gar keine Ahnung, wie schminke ich mich überhaupt. Ach, das sind alles so Fragen, ich weiß. Sinnlos, aber egal. Naja, und dann merkt es auf einmal, die Zeit wird knapp, ne? Ja, und jetzt hänge ich hinterher. Ich habe zwischen Brandteig ausbacken im Sinne von Spritzringe noch die Kinder fertig gemacht, also nicht im Teich, ne, das kann ich schon alles auseinanderhalten, aber trotzdem. Kennt ihr das? Ich hätte mich jetzt lieber nicht schminken sollen, weil jetzt hast du das Gefühl, jetzt sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Ich meine, ist ja in dem Moment auch so. Aber egal. Jetzt könnte ich ja sagen, wir haben Karneval. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, noch geschafft. Aber das ist nichts für mich. Dieser Druck, den ich dann da verspüre, weil man alles schaffen möchte. Und deswegen sage ich, muss ich noch an meinem Timing arbeiten. Ja. Jo, machen wir heute Augen einfach mal rot. Warum ist da nichts? Ja, dann haben wir das alles so gemacht. Die Kinder sind auch einigermaßen fertig. Und siehe da, es regnet. Also nieselt, ne? Immer mal wieder. Aber trotzdem ist doch Schütte. Ja, mal gucken, wann Udo heute Feierabend macht. Ja, sieht aus wie, weiß ich nicht, hätte ich auch lieber lassen sollen. Ja, manchmal ist es echt besser. So. Ich werde mir jetzt eben die Haare föhnen und dann denke ich, komme ich noch mal kurz wieder. So, da bin ich wieder ganz schnell den Zopf ein wenig rüber. Dann habe ich unterschiedlich
den Lidstrich gemacht. Wenn es schnell gehen muss, geht das ja sowieso nicht. Ach ja. So ist das, ne? Ja, Emma ist als, ja, wie nennt man das? Punker ist es nicht. Wie nennt man das denn? Die hat so ein Rüschenröckchen an, in, also eine gelbe Strumpfhose, ein pinkes Rüschenröckchen, eine dicke blaue Schleife am Kopf, dann haben wir die Haare noch rot und gelb angesprüht. Ich denke mal, dass ich meine auch noch ansprühen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, als an Karneval geht man ja verkleidet. Ich hätte ja ungeschminkt gehen können, aber nee, noch nicht mal da kann ich mit den dicken Flatschen so gehen. Obwohl, ich könnte ja sagen, ich gehe als Pickelkopf, ne? Ich mache jetzt auch keine... keine Augenbrauen, weil die werden jetzt dann wahrscheinlich eh krumm und schief. Jetzt schwitze ich und draußen haben wir nur 4 Grad. Wisst ihr Bescheid? Ah ja, so ist das. Nehmen wir den Blush. Stinkt wahrscheinlich wie eine Frittenbude. Mein Gott, ganz dezent overblushed. Hier sieht er im Display noch krasser aus als in Wirklichkeit. Nochmal mit dem Make-up-Pinsel drüber gehen. Genau, Mascara drauf machen. Das Schlimme ist, da nenne ich jetzt Karneval. Und sonst renne ich auch fast so rum. Ja, sagen wir mal so, alles ein bisschen ordentlicher. Als jetzt. Zack. Zack. Oh, die Kinder drehen schon am Rad hier. Und klatsch, klatsch. Mein pinken Lippenstift. Jetzt habe ich euch ungewollt mitgenommen. Und nicht mal das klappt auf jeden Fall. Ja, ungewollt mitgenommen. Ich werde jetzt noch, ich denke mal, weiß ich noch nicht, mir die Haare ansprühen, kann ich noch nichts zu sagen. Oder ich bleibe einfach so, mache ein paar Ohrringe rein. Und ja, dann werden wir auch schon losdüsen. Ich melde mich dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns später. Wir haben jetzt kurz vor 8 und wir sind wieder zu Hause. Also seit einer Viertelstunde sind wir wieder zu Hause. Guckt euch mal mein Lidstrich an. Voll weggeblättert. Ach, gehört natürlich zum Karnevalsoutfit dazu, ne? War alles so geplant. Ja, wie gesagt, etwa schön gewesen, aber ich muss sagen, der Tag, der war echt stressig. Also wirklich, ich bin mit 10 Minuten Verspätung
am abgesprochenen Ort angekommen. Also von daher geht das. Bei dem, ich habe um 12 noch die Haare gewaschen, 12:30 wollten wir uns treffen. 12:30 habe ich auch das Haus verlassen. Dadurch, dass überall Absperrungen waren, musste ich dann gefühlt 100 Kilometer Umweg fahren. Ja, haben wir aber alles geschafft. Das Wetter war natürlich, fing das schön an zu regnen. Aber als der eigentliche Zug anfing, hörte das auf. Und kurz bevor Ende war und wir wieder nach Hause gegangen sind, fing das wieder an zu nieseln. Also im Großen und Ganzen entging. Ja, die Kinder haben auch schön gefangen und hatten Späßchen dabei gehabt. Das ist ja immer die Hauptsache, finde ich. Wir konnten die schön verkleideten Karnevalsprinzen und Prinzessinnen beobachten. Und ja, ich fand das ganz schön. Ja, dann sind wir dann noch nach Hause, also zu meinen Eltern. Und dann haben wir dann die Spritzringe und die Mutzenmandeln gegessen. Die waren sehr lecker. Muss ich sagen, dafür hat sich der ganze Stress gelohnt. Und ja, da haben wir dann eben Kaffee getrunken und dann haben wir dann gequatscht und gequatscht. Und auf einmal fing meine Mutter an, ja, komm mal mit. Ich so, was ist? Ja, und dann hat die nur Abendessen gemacht. Ich sagte, musst du doch nicht. Und doch. Und ja, dann hat sie dann noch Pommes gemacht und dann hatte sie noch Spargelröllchen gemacht und Frikadellen gab es und gekochte Eier und Tomate und ach, weil nicht alles gab, also von Obst bis Gemüse, nee, Obst nicht, aber Gemüse und alles, die hat aufgetischt, als wenn noch 20 Mann kommen, also jetzt von der Auswahl her, nicht von der Menge her. Ja, dann haben wir da noch Abendbrot gegessen und dann haben wir leider Gottes das den nicht so schönen Vorfall mit dem Auto, der in den Kinderkarnevalsumzug da gefahren ist, beziehungsweise in den Karnevalsumzug, aber es sind ja auch ordentlich Kinder dabei. Ich finde es aber schlimm. Also da konnten wir froh sein, dass alles gut gegangen ist. Und ja, wenn man sowas dann hört, dann sieht man das wieder alles mit ganz anderen Augen. Und ich finde es einfach nur noch schlimm. Also weiß ich nicht, irgendwie bei jeder Veranstaltung, die es irgendwo gibt, weiß ich nicht. Naja, wir hoffen mal, dass, ja, wie sagt man, soweit alles gut ist. Ja, keine Ahnung. Ich muss mir mal den ausführlichen Bericht anhören. Wir hatten das nur zwischen Tür und Angel mitgekriegt, aber es ist auf jeden Fall schlimm genug. Ja, und dann sind wir jetzt nach Hause und ich bin fix und fertig. Ich könnte im Stehen schlafen. Ich spüle das auch morgen weg, beziehungsweise räume das ein, weil ich muss nämlich die Spülmaschine erst ausräumen dann wieder. Ja, so war unser Tag. Also die Kinder hatten mega Spaß und das ist die Hauptsache. Da nehme ich natürlich auch den Stress und die Müdigkeit, die ich so hatte, in Kauf. Und ja, jetzt werde ich mich nur noch auf die Couch flezen. Und ich werde dann mal sagen, bis morgen in alter Frische. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Dienstag, Pfeilchendienstag. Morgens um 7:45. So sieht es hier aus. Es ist jetzt gerade mal windstill. Angenehm, würde ich sagen. Es ist gerade windstill. Und jetzt gehen die Pampas-Dinger da. Also, es ist nicht windig oder ganz windig. Ach, ist ja auch wurscht. Das Wetter hört ja eh nie auf mich. Ich habe ja auch nur die gerade Gefühlssituation erklärt. Genau, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Habt ihr auch frei oder nicht? Udo ist arbeiten. Ich mache jetzt, nachdem wir gefrühstückt haben, den Haushalt und mal gucken, was noch so ansteht. Jetzt wollte ich euch doch mal meinen grünen Daumen zeigen. Und zwar ist das mein Hibiskus, mein Zimmerhibiskus von letztes Jahr. Der stand ja, ich sag jetzt einfach mal über Weihnachten, bis jetzt vor gut 1,5-2 Wochen hinten in der Hütte drin. Hat eine riesen Schlagmauser gekriegt und da waren eigentlich nur die Äste noch da. Und ich bin ehrlich, ich dachte, die wird nichts mehr. Aber siehe da, da hatte ich schon 2 Knospen dran. Die kriegt hier überall Blätter wieder. Also da bin ich richtig stolz drauf. So sieht die aus. Dann meine Orchidee. Ja, da muss ich den Stiel hier noch abschneiden.
Gesundheit, mein Kind. Denn der Bubikopf, der war mehr tot als lebendig. Der kriegt immer mehr lebendige Ästchen wieder. Und der komme ich jetzt nicht drauf, wie die heißt. Ist auf jeden Fall wunderschön. Die war letztes Jahr noch richtig klein und hat wunderschöne rosa Blüten gehabt. Und als die weg waren, die Blüten, sagte die Emma so, Mama, jetzt kann die in eine Tonne. Ich sah nix da. Hab die in einen größeren Bottich gepflanzt. Und siehe da, das ist so ein Megateil geworden. Ich bin gespannt, wie die Blüten aussehen werden. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Hier, die sind Glücksklär, meine Kinder, angezüchtet. Der rote Streifen hat die Emma gemacht, kriege ich nicht mehr ab. Da war es aber nur ganz klein, also der ist schon mal länger dran. Und diese schöne Pflanze, die hatten wir zu Silvester geholt. Könnt ihr euch noch erinnern, schön mit Glitzer. Und da kommen tatsächlich rosa-grüne Blätter nach. Nur kein Glitzer. Nee, auf jeden Fall ist die auch richtig schön groß geworden. Ja, ich kann das halt, ne? Jetzt wollte ich euch das einfach mal zeigen. Genau, mein Bubikopf. Mal gucken, wie der so wird. Und mein Hibiskus. Ich finde ihn wunderschön. Genau. Ist das nicht mega Wetter? Man will nicht meckern. Ich meine, schön wäre gewesen, wenn das gestern und vorgestern so gewesen wäre. Bei der Sonne alles, da kriegst du direkt gute Laune und man hat direkt Bock, den Haushalt zu schmeißen. Gestern so, heute so, ist ja noch Karneval. Ja, da gehe ich als, weiß ich nicht was, als Schludi-Brudi oder so, keine Ahnung. Wir haben mittlerweile kurz vor eins und ja, ich habe heute Morgen hier alles aufgeräumt. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist 2 Körbe Handtücher falten. Dann bin ich soweit durch. Das Wetter ist mega. Hätten wir uns natürlich gestern so gewünscht, aber egal. Wir genießen das jetzt und das ist wirklich schön. Also wenn der Wind nicht wäre, wäre die Sonne sogar schon richtig angenehm. Ja, mein Sohn geht jetzt mit seinen Kumpels in die Stadt. Emma und ich, wir sind hier und Udo wird wohl heute Abend alleine zum Training gehen, denn in der Zeit, wo die weg sind, wird die Emma dann schon mal duschen gehen. Dann mache ich die schon soweit fertig. Und wenn der Lenny dann vom Sport kommt, dann geht er duschen und ja, dann wird noch Abendbrot gegessen und dann geht er auch schon in eine Falle. Weil der wird erst um, ja, 7:30, denke ich mal, 5:30, ja, so 7:30 zu Hause sein. Und ja, bis er dann geduscht hat und gegessen hat, wird das weit nach 8 sein. Also von daher, wenn ich dann vorstelle, ich müsste dann noch 2 Kinder duschen, dann, also nicht ich, die gehen ja alleine duschen, sind ja schon groß, aber ihr wisst, wie ich meine, dann wird das überhaupt nichts mehr werden. Also wenn wir das heute so machen, ja, ich denke, das ist ganz okay. Ja, und jetzt habe ich Essen gemacht, heute gibt es Bohnen untereinander. Dann werden wir nämlich jetzt Mittag essen und gucken mal Emma und ich, was wir noch so machen werden. Genau, so sieht's aus. Das war der Stand bis jetzt. Und jetzt lassen wir uns erstmal schmecken. So schnell ist der Sonnenschein vorbei. Genau. Das hat gerade ordentlich geschüttet. Und ja, hat die Wiese wieder gedüngt. Guckt mal, wie hoch die ist. Ja, aber ich kann noch nicht ran. Aber was schön ist, wir haben jetzt 20 vor, nee, Viertel vor 6 und es ist noch hell. Das finde ich wunderbar. So, das letzte Video heute von mir, wo ich in die Kamera gucke. Genau, wir haben jetzt 10 vor 6. Und es war wirklich den ganzen Tag Sonnenschein. Dann geht das auf einmal auf 17 Uhr zu, wo der Nanny sich fertig machen muss zum Fußballspielen und da schüttet das von oben. Ah, ich glaube jetzt gerade, also wie gesagt, ist ja trocken, jetzt gerade ist er wahrscheinlich noch nicht nass, aber kann man gebrauchen. Wo wir lachen mussten ist, der hat ja neue Fußballschuhe gekriegt, gehabt, weil die ersten ja nicht mehr passten, beziehungsweise da war man nicht richtig. Dann hat er neue gekriegt und die hat er jetzt bestimmt 2,5 Wochen
getragen, ja, das heißt dann 3, 4, vielleicht 7 Mal. 7 oder 8 Mal, mehr nicht. Und die waren schon vorne kaputt. Also ist Udo hingegangen, reklamiert, wurden auch sofort welche zurückgeschickt. Also ne, wir mussten die alten dahin schicken und für heute haben sich die neuen angekündigt. Und dann hingen wir da. Ich sag, pass auf, ich sag, wetten wir, der Lieferdienst, ich sage es jetzt extra, kommt immer früh. Aber heute nicht und so war es auch. Ja, und dann standen wir, mittlerweile war es schon 16:45 gewesen, stehen wir im Flur, Lenny zieht sich die Jacke an, da sagt er, Udo, ja, die Schuhe, ja, ich sag, die Schuhe, die er anhat, nee, die nicht und das nicht. Und ja, ich sag, andere hat er aber nicht, ja, Hallenschuhe, ich so, Hallenschuhe sind Hallenschuhe und keine Draußenschuhe. Ja, aber in dem Moment, ding dong, kamen die neuen Schuhe. Haben wir in die Küche gerannt, die Schuhe ausgezogen, die neuen Fußballschuhe an und dann ging es los. Also der kam genau richtig. Du musst richtig lachen. Ja, wir haben heute nicht mehr viel gemacht, Emma und ich. Wir haben einfach mal so auf dem Sofa gechillt, nennt man das so. Und ja, die kleine Maus geht jetzt gleich duschen. Und ja, wenn der Lenny dann gleich wiederkommt, geht er auch duschen. Dann wird noch gegessen. Und das war dann für heute. Dann ist er morgen wieder Schule. Genau, die hatten ja gestern und heute frei. Und ab morgen wird wieder gelernt. So sieht's aus. Und bevor die Kleine dann jetzt nicht hier rein kann, werde ich dann jetzt erstmal hier beenden. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute Mittwoch, den 26. Februar. Und damit wurde ich geweckt. Es schneit. Es bleibt zwar nicht liegen, Gott sei Dank, aber es schneit. Ja, so fängt mein Mittwoch an. Wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Wochenteiler. Und ich weiß jetzt schon, dass ich im Sommer mir Schnee wünsche, damit es endlich an Weihnachten kommt. Ne, mit 2 Monaten Verspätung ist schon nicht schön. Ja, so startet unser... Und da sitzt eine Amsel. So startet unser Mittwochmorgen. Oh, da leuchten die Augen. Guck mal, das sieht hier schon komisch aus, ne? Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, passt gut auf euch auf und ich werde jetzt die Kufen unterm Auto bauen und dann werden wir zur Schule schlendern. Ja, wir haben immer noch Mittwoch und zwar 12 Uhr und die Sonne scheint. Kein Schnee mehr zu sehen. Komisch, ne? Aber... So ist der Februar, der denkt sich, komm, ich bin wie der April, denn ich weiß, was er will. Und ja, so schnell kann sich das Wetter hier ändern. So, ich habe mich heute noch ein bisschen geschminkt. Okay, jetzt kommt etwas dunkel rüber. Jetzt soll lila sein. Ja, das werde Licht. Ja, das ist auf jeden Fall lila, hell, dunkel und so weiter und so fort. Ja, wo habe ich denn aufgehört? Noch nicht mal das weiß ich. Ich habe heute Mittag die Kinder abgeholt. Dann habe ich den Auflauf in den Ofen geschoben. In der Zeit haben die Kinder die Hausaufgaben gemacht. Dann haben wir gegessen, ein bisschen nichts gemacht. Und jetzt fahren Emma und ich zum Schwimmen. Und ja, Lenny hat heute leider keinen Fußball, da die auf Asche spielen und bei dem Wetter ja, der Ascheplatz gesperrt ist. Und ja, dann sind die beiden Männer jetzt zu Hause und wir zwei fahren jetzt zum Schwimmen. Und warum das so dunkel ist, habe ich auch keine Ahnung von. Genau, so sieht das aus. Das Wetter durchwachsen von Hagel über Schnee über Sonne. Wir haben alles gehabt heute, glaube ich. Aber muss ja auch mal sein, ne? Genau. Jetzt sind wir schon wieder in dem Rahmen, wo wir fahren können. Und dann sage ich einfach mal... Bis später. Ich glaube nicht, dass heute noch viel passieren wird, aber man weiß es nicht, ne? Bis später dann. Wir haben 20 Uhr und die Kinder sind jetzt gerade nach oben gegangen. Schwimmen war heute super. Emma hatte wieder Spaß, das ist die Hauptsache. Lenny war zu Hause mit dem Papa und die haben in der Zeit dann schon Abendbrot gemacht. Und dann konnten wir dann essen, als wir dann da waren. Beziehungsweise die Kinder. Genau. Ja, jetzt schminke ich mich ab.
hau mich aufs Sofa und das war dann heute für mich. Ich wünsche euch noch einen schönen Restmittwoch, einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.